Hallo Leute und willkommen zu unserem allerersten Mux Let's Play nach dem Map Reset. Mit dabei ist Volnari LP. Auch ausnahmsweise mal wieder. Naja. Ja, er hat sich wieder mit Mux befreundet und fängt jetzt wieder neu an. Und doch, wie nur ihr weil schon jetzt seht. Das System 3 ist jetzt. Hey, wir machen ein kleines Let's Play und eine kleine Let's Show von unserer neuen Base. Die haben wir heute aufgebaut. Ja. Ich hopp mal kurz meine Schwester her, Seligkraft. So. Schön. Hier haben wir noch zwei Pilzkuh-Spawner. Ja, wir gehen auch mal gleich nach oben. Also wir führen euch mal kurz durch die ganze Base durch, weil die ist extrem groß und man sieht auch schon ein paar Drop-Sachen, so Pilzsuppen und so. Die Base wurde vor circa 10 Minuten erbaut, also wurde sie fertig, können wir behaupten. Hier ist noch relativ wenig drin, aber wir haben die Base ja auch, wie schon gesagt, erst seit ein paar Tagen. Ich kann auch mal meine E zeigen. 5, 6 Ops. Ich habe gar nichts in meiner E. Okay. Man sieht auch hier gleich, ein bisschen symmetrisch haben wir auch gebaut, weil wir die Base so toll bauen wollten. Also Bücherregale. Noch Ziegelstein. Hast du noch Ziegelstein? Ziegelstein habe ich jetzt nicht. Die sollten hier oben in der Kiste sein. Hier habe ich noch 2 Stück für dich. Doppelpunkte. Hier ist unsere kleine Brauecke. Das habe ich jetzt hier. Gebaut von Fornari LP. Und ein paar Dankeschön. Brauzutaten. Auch noch so. Das ist meine wundervolle E-Chest. Ist sie nicht schön? E-Fornari? Warte. Ich zipp mich gerade immer. Ja, das ist schon, aber, glaube ich, meins hier. Du hast Meine dir schon Rüstung. Tränke gebraut. Ja, nein, ja, habe ich gekauft, glaube ich. Weiß ich nicht mehr. Ich werde jetzt Potion machen jetzt. Mein Bruder ist auch Potion. Dabei. Yay. So. Jetzt. Also wie ihr schon seht, hier ist nicht so OP-Stuff drin, aber wir okay. fangen Ja, jetzt es ist erst auch ein Tag nach dem Reset. Ja. Und das ist schon ein Später. bisschen krass, was wir schon alles geschafft haben. Man guckt mal meine Rüstung an. Die ist schon relativ nice. Paar Tränke auch, aber ich sag mal, mit der Zeit wird schon besser. Meine Heiltränke sollten auch fertig sein jetzt. So. Wo lagern wir die eigentlich? Wir müssen doch Schilder hinmachen mit Tränken und so ja, weiter. Ja, die haben die Base einfach groß gebaut. User joined your channel. Hätten wir eine riesige Base. Warte mal, wer ist denn jetzt gejoint? Janine, Hallo. Gehst du bitte raus? Wieso? Wir machen gerade Aufnahme von unserer Base. LOL, mein Bruder hat bei Lotto gewonnen! Okay. Cool. Wie viel? Keine Ahnung, ich mach Money, T-Trans 1. Petra. Okay, er hat schon ein bisschen Geld abgestaubt. What the fuck? Wie viel? Er hat vorher. 200! Er hat 253.000 Mux-Coins. Wie viel hat er davor gehabt? Nichts. Ernsthaft? Ja, er hat 253.000 Mux-Coins gerade bekommen. Glaube ich nicht. Soll ich Lotto kaufen? Na, ich hab. So viele sind nicht online, nein. Nein, doch, oder? Nein. Doch, ehrlich. Alter, viel zu laut. Viel zu laut. Wer, ich? Nein, ich meine hier immer Minecraft-Sound, meine ich. Volnari, guck mal bitte ganz kurz privat. Privat? Was, wie? Ja, okay. Warum war ich hier? Ach so, Schilder. Ja. Okay, währenddessen Volnari hier ein bisschen Probleme mit diesem Typ hat, so. Mit diesem Teamfreund. Da, scheiße! Ich bin so... Zeige ich mal kurz hier die Kisten. Ich hab mir gerade aus Versehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 Schilder gekauft. Da wollte ich nur einzelne Schilder haben. Egal. So. Haben wir halt 7, 6 Schilder mehr. Ich kann euch ja mal die ganzen Kisten zeigen, aber so viel ist jetzt halt, wie schon gesagt, nicht Gib drin. Gib dir mal 6 Schilder. Hier hast du 6 Schilder. Noch 6 Schilder. Ich dachte, so viel gekauft, Alter. Damit, ja, das war aus Versehen. Damit können wir beschriften. Okay, gut, dann irgendwie so, ach, gay oder so. So, das ist jetzt ein typisches Beispiel meines Internet-Timeouts. Also, wie ihr seht, ich time aus, ich kann nichts mehr machen. Echt? Deswegen kommen aus. Meine Videos. Man kann ihn noch hören, Bleibst aber du? Ich bin weg. Ey, Florian? Ja? Ich bin gerade weg, ich war gerade weg gewesen. Ich konnte nichts mehr Verdammt. Machen, ich bin gerade ausgetimt. Also, das ist ein super Beispiel gerade gewesen, wie es manchmal dann im Kampf ist. Übrigens, Colin, du trägst nicht die Schuld an meinem DDoS. Es ist irgendwie, mein Internetrouter spinnt verrückt. Aber. Hey! Ich hab gewonnen! Wie viel hast du. Wie viel hast du gewonnen? Bitte sag mal! 30.000, 30.000. GG! Jawoll! Alter, Florian, in der Aufnahme! Alter, ist das nice. Jetzt muss ich nur noch gewinnen. Also, ich zeig mal hier ganz kurz die Kisten durch. Ah, wie geil! Alter, nice.
Einfach Florian, Das. ich gewinne nie im Lotto und dann einfach abgestaubt. Das erste Mal, dass ich gewinne. Wissen noch, hier, auch hier haben unsere schöne Sandbraumaschinen. Ich hätte hier noch die Wand und die Decke. Also so viel gibt es in der Base eigentlich noch nicht, gar nicht so zu zeigen, aber man kann schon ansatzweise sehen, dass wir uns ziemlich viel Mühe gegeben haben. Von Nari und ich, wir haben einfach im Duo zusammen Haben einfach diese ein. Base gebaut. Wir wussten genau, wie wir die bauen wollten und haben dann zusammen so ganz schnell hier die Base gebaut. Koordinaten sind auch relativ nice, aber Natürlich zeigen mir die Koordinaten. Natürlich zeigen mir die Koordinaten jetzt. So, ich was zeig haben die wir denn jetzt hier nicht, alles? aber ich sag schon mal, dass die so in der Region von 40.000 ist. Ich So, zeig auch hier ist die mal kurz meine Wüste. Homes. Ich Zeig hab. meine Wüste hier. Ich bin in ganz vielen Wüsten, also wenn ihr eine Habe Wüste ich schon wollt. angefangen. Apropos, kannst du mich mal ein paar mehr. Ich habe nur eine einzige Wüste. Teleportiere mich mal mit in ein paar mehr, bitte. Slash TPA Hero von Nari. Und falls ihr wissen wollt, wieso ich habe jetzt eine Gaming-Tastatur bekommen, Rocket Isku, die kann ich so schnell fixen. Ich kann ja mal kurz zeigen. Hast du irgendwie Buff-Tränke für mich? Irgendwas, Ich? was einen Effekt macht? Ah, Slash Potion. Ja, stimmt. Slash Potion, da muss ich hier diesen Tränketeiler nehmen. Hier. Jo. Achtung, ich kann ja mal kurz zeigen, wie ich dann fixe. Slash E-Fix. Hast du noch ein paar mehr Wüstenhomes? Hier ist eins. Ich habe noch ein paar andere, aber ich baue dich nach dem Video dahin. Also, Raumnebel? Achso, man kann ja. schon, man kann dann schon erkennen, was hier so alles abgeht auf Mux. Wir stauben richtig ab. Von Nari gerade im Lotto und allgemein so. Apropos, wenn man jetzt hackt, wird man für 7 Tage gebannt. Das ist nicht richtig gut. Ja, es ist wirklich nice. Boah, once, ein Tag, zwei Oh, Tag. nice. Okay, gut. Ach, hier habe ich hab schon mal allererstes Home. Deshalb, die Koordinaten kann ich auch zeigen. Deshalb bei 9000 Warte ungefähr. kurz, hau ich mal hin. Baut mich mal an Habe ich diese. am Anfang gebaut. Das war gestern sogar noch. Ja, Gegen dann. 21, so gegen 21 Uhr, wo 300 online waren. Ich einfach Ja. hier habe ich aufgehört, runter weiter zu gehen, weil es einfach die Map hat einfach nicht weitergeladen. Ja, Die Scheiße. ich war auch ungefähr bei den Koordinaten, aber wir sind in eine andere Richtung am Ende, im Ende, im Endeffekt gelaufen. Und ja, wie ihr schon erkennen Geh könnt. kaputt! Okay, Florian, willst du noch irgendwas zeigen oder wollen wir das Video beenden? Oder hättest du auch irgendwelche Wünsche? Viele Wünsche. Sag mal, willst du irgendwo noch hin oder? Hast du noch irgendwas zu zeigen? Nein, hab ich nicht. Ja. Wir können ja nochmal kurz spawnen gehen und den Dekobaum zeigen, der ist Ja, auch stimmt, hier. den Spawn. Ja, Spawn hat sich auch verändert. Ich finde ihn richtig geil, wenn ich ehrlich bin. Und Deko sieht echt viel geiler aus als jedes andere vorher. Mach einfach mal Warp Deko. Ich finde Warp Deko ist einfach so geil gebaut. Okay, Juni ist wieder am Start. Hoffentlich hackt er. Jo, Juni hackt. Voll. Juni hackt. Juni hackt. Ich hab eine Hackaufnahme von Juni. Jawohl! Dann schreibe ich mal einfach meinen Der Chat rein. hat. Ich weiß nicht, ob das als Hackaufnahme gilt, aber. Bist du denn? Deckst du gerade wieder? Alle Noobs gehen auf den drauf. Das sieht ja recht interessant aus. Soll ich da mit runtergehen? Du nehmen wir meinst du hackt? Jo, glaube ich. Okay. Nee, ich weiß es nicht, aber man hat ein bisschen irgendwie ansatzweise Hex gesehen. Na dann. Egal, jo. Das war's dann eigentlich gewesen mit unserem kurzen Show. Let's Show auf Muxkraft nach Map Reset. Und Ging noch das ja, Telefon bei ihm. bei mir hat es gerade geklingelt. Ja. Ist aber jetzt wieder verstummt. Also, wir wollen euch danken fürs Zugucken und willst du noch was sagen, Florian? Haltet immer schön die Ohren steif. Okay, ich würde sagen, das war's jetzt. Okay, Oh, gut, also Scheiße. dann ciao, bis zum nächsten Mal. Das wird wahrscheinlich ein nächstes Battle kommen, wenn wir, also Florian macht sich dann noch ein bisschen Fight Stuff und ich brauche noch ein paar Tränke und dann können wir wahrscheinlich heute noch unsere erste Bettlaufnahme machen. Jo. Das war's dann von uns gewesen und dann würde ich mich bedanken fürs Zugucken und ciao, bis zum nächsten Mal.